die sozialen Missstände, Armut und Hunger in breiten Schichten der ländlichen Bevölkerung, vor allem in den Gebirgsgegenden des Großherzogtums, auch vor den Toren Butzbachs, waren Waldeck und seinen politischen Freunden tagtäglich gegenwärtig. Ihre Beseitigung war ihnen ein ernstes Anliegen. Die politischen Verhältnisse könnten mich rasend machen. Das arme Volk schleppt geduldig seinen Karren, worauf die Fürsten und Liberalen dann ihre Affenkomödie spielen. Georg Büchner hat den Kontakt zu Waldeck gesucht. Ihre Bekanntschaft ist nicht zufällig zustande gekommen. Mit seinem Besuch in Butzbach verband Büchner eindeutig politische Absichten. Er plante in Hessen nach französischem Muster illegale politische Gruppen zu organisieren. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erwarten? Sie rauschen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen. Es bleiben dabei, die Gedanken sind frei und sperrt man nicht ein im finsteren Kerker. Das alles sind rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranke und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Der hessische Landbote gilt als die bedeutendste sozialrevolutionäre Agitationsschrift des Vormärz. Sie ist in zwei Fassungen erschienen und trägt bekanntlicherweise das Motto Friede den Hütten, Krieg den Verletzten, dem Wahlspruch der französischen Revolutionsheere. Sie müssen das Blatt sorgfältig außerhalb Ihres Hauses vor der Polizei verwahren. Sie dürfen es nur an treue Freunde mitteilen. Denen, welchen Sie nicht trauen wie sich selbst, dürfen Sie es nur heimlich hinlegen. Würde das Blatt dennoch bei einem gefunden, der es gelesen hat, so muss er gestehen, dass es eben im Kreisrat habe bringen wollen. Wer das Blatt nicht gelesen hat, wenn man es bei ihm findet, der ist natürlich ohne Schuld. Ihre Anzahl ist Legion, Stadträte und Regierungsräte, Landräte und Kreisräte, geistliche Räte und Schulräte, Finanzräte und Forsträte und so weiter, mit allem ihrem Heer von Sekretären und so weiter. Das Volk ist eine Herde, sie sind seine Hirten, Melker und Schinder. Die Justiz ist in Deutschland seit Jahrhunderten die Hure der deutschen Fürsten. Mit ihren Trommeln übertäuben sie euch eure Seufzer, mit ihren Kolben zerschmettern sie euch den Schädel, wenn ihr so denken wagt, dass ihr freie Menschen seid. Das alles duldet ihr, weil euch Schurken sagen, diese Regierung sei von Gott. Diese Regierung ist nicht von Gott, sondern vom Vater der Lügen. Denn was sind die Verfassungen in Deutschland? Nichts als leeres Stroh, woraus die Fürsten die Körner für sich herausgeklopft haben. Das ganze deutsche Volk muss sich die Freiheit erringen. Und diese Zeit, geliebte Mitbürger, ist nicht ferne. Wer das Schwert erhebt gegen das Volk, der wird durch das Schwert des Volkes umkommen. Deutschland ist jetzt ein Leichenfeld. Bald wird es ein Paradies sein. Die hohe politische Brisanz des Landboten ist auch darin zu erkennen, dass er mit Hochverrat gleichgesetzt wird und Verfolgung, Verhöre und Bestrafungen auslöst.
haben sich die Übelgesinnten unter Leitung Weidigs zur Aufgabe gemacht, durch Einwirkung auf das Volk mittels aufregender Schriften eine Revolution gehörig vorzubereiten und die Notwendigkeit einer solchen recht lebendig zu machen. Zweck der ferneren revolutionären Tätigkeit ist es demnach, durch diese Schriften die Begierden und Leidenschaften der großen Masse aufzuregen, die Hoffnung, ihren Zustand zu verbessern, zu erwecken, alle moralische Scheu vor der bestehenden Gewalt zu vernichten und dem Volke die Aussicht zu eröffnen, sich eigenmächtig von dem Drucke, unter dem es angeblich schmachte, zu befreien und die ihm vermeintlich vorenthaltenen Rechte sich mit Gewalt anzueignen. Die Anzeigen, die den Behörden über die Pläne der Verschwörer zugingen, kamen von einem Mann aus dem engsten Kreis um Weidig, von einem seiner langjährigen Vertrauten, von Johann Konrad Kuhl. Dieser Judas war zum Verräter aus reiner Geldgier und trieb aus diesem Grunde ein Doppelspiel. Damals wusste man noch nichts von Kuhls Verrat und schob dem Studenten Klemm zu, was Kuhl getan hatte. Diese Schriften enthalten zwar zunächst nur die bestimmte Aufforderung, nach einer gewissen Richtung hin eine Opposition gegen die Landesregierung zu bilden. Aber die Art und Weise, wie dieses feindselige Auftreten motiviert und wie bei anderen dazu angeregt wird, die Fassung dieser Schriften, die boshafte und entstellende Beurteilung von Regierungshandlungen, die mannigfachen Lästerungen und Verdächtigungen sowohl der höchsten Staatsbehörde als auch einzelner Beamten, womit jene Blätter angefüllt sind. Alles lässt sich mit Sicherheit auf die Absicht der Verfasser schließen. Das Volk glauben zu machen, dass der bestehende politische Zustand ein heilloser, empörender und unerträglicher und eine Umgestaltung desselben notwendig und unvermeidbar sei. Georgi blieb während der ganzen Zeit Untersuchungsrichter, obwohl zwei hessische Gerichtsärzte, von denen einer ihn behandelt hatte, eine Eingabe machten, dass Georgi ein stadtbekannter Trinker war, der erst kürzlich einen 8-tägigen Anfall von Delirium Tremens gehabt hatte. Um die geforderte Antwort zu erzwingen, wird dem Angeschuldigten auf 24 Stunden ein Sprenger angelegt. Wegen des anderen in diesem Akte von dem Angeschuldigten betätigten zuchtlosen Benehmens wird ihm eine weitere Strafe von 48 Stunden Sprengertragen diktiert. Wenn der Vollzug dieser Strafen den Inquisiten nicht zum Gehorsam bringt, soll der Pfarrenschwanz angewandt werden. Georgi verhängt schwerste Strafen gegen Friedrich Ludwig Weidig, darunter mehrtägiges Krummschließen. Eine um Arm- und Fußgelenk befestigte Kette verhindert das Aufrichten. Anlegen eines Hand- oder Fußsprengers. Die gespreizten Arme oder Beine werden an ein schweres Eisenrohr gefesselt. Fesseln an die Wand, Entzug von warmer Kost, Literatur und Schreibwerkzeugen, Zurückhalten der Post, völlige Isolation, zeitweise Entziehung der ärztlichen Fürsorge, körperliche Züchtigung mit dem Pfarrenschwanz. Der aufrechte, immer zu seinen Ideen stehende, außerordentlich innovative Mann wurde ein Blutopfer des geheimgeführten gerichtlichen Untersuchungsverfahrens. Am 23. Februar 1837, um 7.30 Uhr morgens, fand der Gefangenenwärter Bräuninger den Untersuchungsgefangenen Weidig, blutverschmiert,
auf seinem Bett liegend. Um 8 Uhr betraten Georgi und zwei Gerichtsbeamte die Zelle und stellten fest, dass Weidig noch lebte. Aber erst um 10 Uhr erschienen die erst danach benachrichtigten Gefängnisärzte. In der Zwischenzeit hatte man den Gefangenen unverantwortlicherweise ohne Hilfe sich selbst überlassen. Wie die blutigen Fußspuren auf dem Zellenboden ergaben, war der Gefangene in dieser Zeit noch umhergegangen. Möglicherweise hat er sich erst in dieser Zeit die tödlichen, mit einer Glasscheibe verursachten Wunden zugefügt, die man später an den Schlagadern, an Händen und Füßen sowie am Hals vorfand. Um 11 Uhr verschied er. An die Wand hat er noch mit seinem eigenen Blut geschrieben: Da mir der Feind jede Rechtfertigung versagt, so wähle ich einen schimpflichen Tod von freien Stücken. Ein guter Tod, ein schöner Tod, ein echter Tod. So schön, als mir nur Verlangen tun kann. Wir haben schon lange so keinen gehabt. O Grab, im einsam schaurigen Raum erhöht, es schwebt des Friedens heiliger Hauch um dich, und stille Sehnsucht fasst das Herz mir, naht mein Fuß sich der heiligen Stätte. In kühler Erde ruht, in dem engen Haus, der müde Pilger, sanft, nach des Lebens Mühen, die Hände, fromm gefaltet liegt er, seliges Lächeln im bleichen Antlitz. Es floh der Schmerz ihn, treu in den Mutterschoß, schließt ihn die Erde, decket ihn freundlich zu mit grünem Rasen, mit der Hoffnung Farbe und kühlt ihn mit Tau des Himmels. O, schlummre ruhig, schlaf in der Mutter Arm, den ersten Morgen hattest du hier gelebt. Du wirst am andern lichten Morgen, wirst zu dem schönern Tag erwachen. Auch ich betrete einstens den dunklen Pfad. Zur stillen Wohnung rufet der Vater nun zum Licht die Seele. Ruhig schließe sich dann das Auge und Gott ergeben. Dann nimm, o Erde, mich in den Mutterarm und lass mich ruhig schlafen und kummerfrei. Und ihr, die ihr mich treu geliebt, streut auf das Grab mir der Liebe Blüten.